McCall, der Equalizer, Schutzengel von New York. Detective, Sie werden im Büro erwartet. Meine Dame, Sie haben einen Entmündigungsbeschluss. Er kann einfach nichts mehr machen. Soll ich ihn mit einem Stück Papier vor der Nase herumwedeln, wenn er die Tür eintritt? Sie verstehen das nicht. Sie kennen den Mann nicht. Und ob ich ihn kenne? Ich habe ihn ja eingesperrt. Bitte hier entlang. Als ich die Anklage unterschrieb, sagte man mir, man würde mich beschützen. Das ist ja auch geschehen. Er kam ins Gefängnis. Und was ist jetzt? Er wird entlassen. Sie unterschreiben sich schon die Anzeige. Das ist alles, was wir tun können, Mrs. Moore. Vorbeugehaft gibt es bei uns nun mal nicht. Aber Sie müssen mir glauben, Officer. Genauso ist es passiert. Sie müssen mir glauben. Wir können ihn erst wieder einsperren, wenn er gegen das Gesetz verstößt. Und wenn es soweit ist, sind wir tot. Isidor? McCall, was suchen Sie hier? Ich bin hier, um der Lady zu helfen. Sie wollen uns helfen, Sir? Ich denke schon. McCall, die Lady kennt Sie nicht, also geht sie die Geschichte überhaupt nichts an. Um es höflich zu sagen, halten Sie sich bitte raus. Isidor, ich krieg da einen Anruf. Ich habe hier einen Klienten. So, wer ist der Klient? Hallo. Dein Name ist Laura, nicht wahr? Mami, ich habe ihn angerufen. Ich dachte, das ist besser, denn ich will nicht, dass Daddy dich schlägt, wenn er nach Hause kommt. Können Sie uns wirklich helfen? Da bin ich sicher. Kommen Sie. Mr. McCall, ich weiß wirklich nicht, wie Sie uns helfen wollen. Ich kann versuchen, Ihren Mann daran zu hindern, Ihnen wieder weh zu tun. Niemand hält ihn davon ab, mir weh zu tun. Das ist das Einzige, was er kann. Erzählen Sie mir von ihm. Was soll ich da erzählen? Er ist aufbrausend. Er geht an die Decke ohne Vorwarnung. Wenn er in 2 Tagen entlassen wird, kommt er garantiert sofort nach Hause. Ob es nun den Entmündigungsbeschluss gibt oder nicht. Ich möchte Sie nicht beleidigen, Mr. McCall. Aber Mike ist viel größer als Sie. Und einige Jahre jünger. Ich fühle mich nicht beleidigt. Ich verstehe sogar Ihre Bedenken mir gegenüber. Ich sollte Ihnen vielleicht sagen, dass ich sehr viel Erfahrung habe mit solchen Männern wie Ihrem Mann. Und wenn Ihr Mann zurückkommt, dann bin ich da. Ich schlage vor, Sie gehen nach Hause in Ihr Apartment. Ich prüfe noch verschiedene Dinge und nachher komme ich bei Ihnen vorbei, okay? Ihr Mann wird Ihnen nie wieder wehtun. Glauben Sie mir. Danke für den Anruf, kleine Lady. Das war sehr mutig von dir. Komm. Wiedersehen. Schönes Auto. Sie drehen sich schon alle nach uns um. Ich glaube, sie sind sicher furchtbar neidisch auf uns. Sie hat schon lange nicht mehr gelacht, wissen Sie? Das war auch der Hauptgrund, dass ich ihren Vater vor Gericht brachte. Kinder sollen doch lachen. Aber als Mike noch da war, gab es
Nur Spannungen. Das Kind hat nur Angst gehabt. Nun, wir werden dafür sorgen, dass sie nie wieder Angst haben muss. Gehen Sie zu ihr. Wir werden eine Menge Leute treffen. Das wird lustig. Ich werde dich bald holen. Laura. Mami. Mein Spatz. Lass mich nie wieder allein. Nicht? Also ich dachte, bei kleinen Mädchen wären die Lutscher der große Hit. Offensichtlich nicht. Ja. Es ist nicht witzig, hier zu stehen und nur mit mir selbst zu sprechen. Geht es dir gut? Ich wollte doch meine Mom nicht böse machen. Ach Unsinn, sie war nur besorgt. So ist das nun mal bei älteren Menschen. Die machen sich dauernd Sorgen. Ich habe einen Sohn. Er heißt Gott. Er ist schon erwachsen, aber als er klein war, haute er auch mal ab. Seine Mutter und ich waren verzweifelt. Wo war er denn? Mr. Benedict hatte uns angerufen. Mr. Benedict verkaufte Limonade im Drugstore und er sagte uns, Gott sei bei ihm. Wart ihr böse auf ihn? Nein, eigentlich nicht. Wir waren ja so froh, dass wir ihn gefunden hatten. Aber dann, musste er ins Bett, weil er Magenkrämpfe hatte. Er hatte nämlich 3 Riesenschokoladenriegel gegessen, während er da war. Nachts fragte ich ihn dann, wieso er weggelaufen ist. Und er sagte, weil er gehört hätte, dass seine Mutter und ich gestritten haben. Da dachte er, wir hätten seinetwegen gestritten. Habt ihr denn? Nein, nicht seinetwegen. Laura, wir denken sehr gerne, dass die lieben Eltern perfekt sind. Sie sind's nur nicht. Sie haben ihre Probleme. Probleme, die mit ihren Kindern gar nichts zu tun haben. Gerade dann brauchen sie die Liebe ihrer Kinder am allermeisten. Nur so schaffen sie ihre Probleme. Hey, wofür war das? Ach, nur so. Kann Mr. McCoy bei uns zu Abend essen? Möchtest du das? Ja. Nett von dir. Ich würde gern, aber ich habe noch eine Verabredung. Vielleicht ein andermal. Gut? Willst du? Na, nimm ihn. Also, bis dann. Danke. Hören Sie auf damit, das nützt doch keinem. Sie müssen an sich selbst denken und an Laura. Mami. Ja, das tue ich. Ich werde es versuchen. Wie geht's, Kindchen? Du hast hier nichts mehr verloren, Mike. Warum gehst du nicht wieder? Ich finde es aber nicht gut, wie deine Mom mich nach so langer Zeit begrüßt. Los, verschwinde, Mike. Wir wollen dich hier nicht. Ach, die Sprüche kennen wir doch. Fass sie ja nicht an, oder ich bring dich um, das schwöre ich. Ja, wie schön! Na, willst du nicht mal herkommen und deinem Dad guten Tag sagen?
Call! Jesse! Kommt mir nicht zu nah! Kommt nicht näher! Lassen Sie sie gehen! Nicht, kommen Sie nicht näher! Kommen Sie, das wollen Sie doch nicht! Ich will da nicht wieder hin! Mike! Irgendwann kommt im Leben der Punkt, da muss man sich entscheiden. Und wenn Sie Ihr Leben einfach wegwerfen wollen, ist das Ihre Sache. Sie haben aber kein Recht, die Wahl für jemand anderen zu treffen. Erst recht nicht für Ihre eigene Tochter. Bitte, Mike, tu das nicht. Du hast mir gar nichts zu sagen. Aber sicher, und ob sie Ihnen was zu sagen hat. Irgendwann mal früher war Jesse für Sie anziehend. Ihr liebtet euch sogar. Mag sein, dass das vorbei ist. Aber Sie dürfen nicht einfach wegwerfen, was durch Liebe und Zuneigung entstanden ist. Ihre Tochter, Michael. Kommen Sie. Also gut. Alles, was Sie bis jetzt gemacht haben, war gegen die Gerichtsvorschriften. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Sie wissen, Mike, dass Sie zurück müssen. Lassen Sie mich. Ich denke, ich werde Ihren Rat befolgen. In welcher Sache? Ich habe viele Ratschläge erteilt in den letzten 2 Tagen. Mein eigenes Leben zu führen. Kein Zurückschauen mehr. Nur an die Zukunft denken. Das scheint mir eine gute Idee zu sein. Es gibt viele Dinge, auf die Sie sich freuen können. Wenn ich nur Laura davon überzeugen könnte. Das wird noch der Zeit dauern. Aber ich schätze, das wird sie selbst herausfinden. Mit mir um die Welt zu fahren. Jetzt nimmt er mich nicht mehr mit. Oder? Wie mehr? Er nimmt dich bestimmt mit, aber es wird eine Weile dauern. Werde ich irgendwann meinen Dad wiedersehen? Du wirst ihn wiedersehen. Dein Dad braucht jetzt Hilfe. Und hilft ihm denn auch jemand? Oh ja. Viele Menschen versuchen, ihm zu helfen. In der Zwischenzeit musst du sehr stark sein, weil du deiner Mommy helfen musst. Aber ich liebe meinen Daddy auch. Ich weiß, das tust du. Und du darfst doch nie aufhören, ihn lieb zu haben. Aber weißt du, manchmal ist es schwer für Erwachsene. Manchmal tun sie sich schwer, ihre Liebe auch zu zeigen. Aber ich hoffe, eines Tages schafft es dein Daddy und zeigt dir, wie sehr er dich wirklich liebt. Hey, du hattest mich doch zum Essen eingeladen. Weißt du, ich revanchiere mich heute dafür. Ich mache nämlich die fantastischsten Soufflés. Soufflé? Soufflé? Weißt du nicht, was ein Soufflé ist? Also, das, ja, das ist ein... Wie wär's mit Erdnussbutter und Marmelade? Ja. Komm, Kleine, gehen wir. Komm.